Moin, meine Lieben. Gerade angeschaut, warum Urs Fischer bei Union Berlin gehen musste. Wir haben drei Gründe gefunden. Und nochmal an der Stelle, größten Respekt an Urs Fischer an der Stelle. Für mich ein Riesentrainer, ein Riesentyp, ein Riesencharakter. Ich kann es nicht anders sagen. Und trotzdem, Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Der eine Trainer geht und der nächste Trainer kommt. Von dem her muss man sich notwendigerweise als versierter Manager bei Manager United auch mit der Zukunft von Union Berlin auseinandersetzen. Das heißt, wir machen uns jetzt auf die Trainersuche. Wer wird der nächste Trainer bei Union Berlin? Und ich habe hier einen Kandidaten. Und ich möchte euch anhand meiner Analyse zeigen, warum er der perfekte Trainer bzw. der kommende Trainer von Union Berlin sein wird. Und habe mir drei Thesen rausgeschrieben. Drei Thesen, warum Steffen Baumgart der künftige Trainer von Union Berlin sein wird. Ich grinse dabei, ich finde es eine hervorragende Recherche. Ich bin gespannt, was ihr zu meinen drei Thesen sagt. So, These Nummer 1, schaut euch die Historie von Steffen Baumgart als Spieler an. Er hat 2 Jahre bei Union Berlin selber gespielt, als Kapitän, als Publikumsliebling von 2002 bis 2004, ist 2-mal hintereinander Union Berlins Fußballer des Jahres geworden. Das heißt, sehr erfolgreich, sehr intensive Beziehung zu Union Berlin. Und ich würde sagen, Union Berlin ist seine große Liebe. Bis vor kurzem der Wohnsitz von Steffen Baumgart noch direkt in Berlin-Köpenick, 1 Kilometer entfernt vom Stadion. Ich sage bis vor kurzem, weil ich nicht genau weiß, ob es aktuell noch so ist. Und seine Frau Katja, also die Frau von Steffen Baumgart, selber großer Union-Fan und hat lange Zeit die Zeughäuser Fanshops von Union Berlin geleitet. Also von dem her, ich würde behaupten, Union Berlin ist die große Liebe von Steffen Baumgart. Und was wäre das nicht für eine wundervolle These, wenn aus diesem Grund Steffen Baumgart, bei dem es in Köln ja nicht überragend läuft, er der nächste Trainer von Union Berlin wird. Aber schauen wir zu These Nummer 2, die These Nummer 1 mit jedem in jedem Fall untermauern wird. So. These Nummer 2 ist diese ominöse Mütze von Steffen Baumgart, die er tatsächlich auf jedem oder in jedem Spiel auf seinem Kopf trägt. Und Steffen Baumgart wird natürlich nicht müde zu erklären, was diese 72 auf seiner Mütze soll. Und das ist eine relativ einfache Erklärung. 1972 ist das Geburtsjahr von Steffen Baumgart. Baumgart am 5. Januar 1972 in Rostock geboren. Von dem her mit der 72 ganz einfach. Das ist sein Geburtsjahr. Aber es ist nicht nur sein Geburtsjahr, es ist tatsächlich auch, und jetzt kommen 2 Facts, seine Mitgliedsnummer bei Union Berlin. Das heißt auf der einen Seite, Steffen Baumgart ist Vereinsmitglied von Union Berlin und auf der anderen Seite seine Mitgliedsnummer, die 72, trägt er permanent bei jedem Spiel der Kölner auf seinem Kopf mit sich dabei. Das heißt, These Nummer 2, warum Steffen Baumgart der nächste Trainer von Union Berlin sein wird, ist die 72 seine Mitgliedsnummer, die er nicht nur auf dem Kopf, sondern meiner Meinung nach auch in seinem Herzen trägt. So, und wie soll es bei einem guten Aufbau nicht anders sein? These Nummer 3 unterstreicht selbstverständlich These Nummer 2, welche These Nummer 1 schon unterstrichen hat. Sehen wir hier den Stadion-Gründerstein an der alten Försterei. Wir sehen, wenn wir genau hinschauen, Steffen Baumgart eingraviert. Natürlich, wenn er so ein großer Union Berlin-Fan ist, hat er natürlich auch einen Gründerstein an dieser Mauer. Aber was steht unten drunter? Steffen Baumgart. Wir sehen uns. Und ich bin mir relativ sicher, Steffen Baumgart ist ein Mann, auf dessen Wort du meistens zählen kannst. Ich bin mir relativ sicher, dass Union Berlin Steffen Baumgart wieder sehen wird. Und was wäre nicht der perfekte Zeitpunkt, wenn jetzt Urs Fischer ist weg? Bei Köln läuft es leider nicht so gut. In Köln vielleicht den Weg frei machen für einen neuen Impuls. Und als Feuerwehrmann, und das kann Steffen Baumgart, finde ich ganz gut, die Berliner übernehmen, wieder wirklich diese Energie reinzubringen, die Steffen Baumgart einfach mit sich bringt. Von dem her, These Nummer 3, Steffen Baumgarts Gründerstein mit der Aussage, wir sehen uns. Und Fun Fact, diesen Gründerstein gibt es in Kopie. Die 2. Kopie steht bei Steffen Baumgart zu Hause im Wohnzimmer. Das heißt, hier sehen wir immer wieder vor seinen Augen, wir sehen uns, diese Aussage an Union Berlin. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese Aussage in wenigen Wochen auf jeden Fall zur Realität wird. Ihr kennt mich, dieses Video
ist süffisant gemeint, aber ich finde die Hinweise, die Zeichen sehr, sehr spannend, sehr, sehr deutlich. Mich interessiert, was haltet ihr davon? Wusstet ihr diese ganzen Fakten? Wenn man so ein bisschen recherchiert, liebe ich es, solche Sachen herauszufinden. War euch das klar? Ist das euch komplett neu? Und wie hoch seht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass Steffen Baumgart tatsächlich direkt vom 1. FC Köln zu Union Berlin geht? Das ist natürlich schon eine heftige Nummer, auch von der Energie her, obwohl ich Steffen Baumgart diese Energie zutrauen würde. Wie würdet ihr das sehen und denkt ihr, es wäre erfolgreich? Das heißt, Köln bekäme einen neuen Trainer, würde den Weg freimachen für einen neuen Impuls und vielleicht könnte Steffen Baumgart Union Berlin mit Sicherheit von Rang 18 wegführen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.